Ich wurde wirklich schon oft nach meiner Sammlung gefragt. Und ich habe mir gedacht, jetzt kurz vor Weihnachten ist doch die perfekte Gelegenheit, da mal drauf einzugehen. Heute dreht sich alles um die Frage, was ist im Koffer? Und zwar in dem Koffer. Los geht's! Bevor dass wir mal in den Koffer reinschauen, müssen wir ein paar Sachen erklären. Das sind jetzt nicht alle meine Taschenmesser, das ist ein großer Teil, der größte Teil. Ich habe noch einen anderen Koffer und ich habe auch noch so eine Messerrolle. Mit Koffern kenne ich mich halt gut aus, weil ich die schon seit Jahren habe und nutze. Und schon, wann ging es los? Mit der GoPro 2 oder 3 ging es los mit den Koffern. Es gibt sehr gute Koffer, ich habe sehr teure Koffer, ich habe deutsche Produktionen, ich habe asiatische Produktionen, also ich habe da schon einiges an Erfahrung gesammelt. Und der Koffer, den ich heute aber jetzt dafür benutze, der ist vor ein paar Tagen bei mir angekommen. Und es ist der Koffer der Knife Lounge, der Altona Silberwerkstatt. Und bevor das jetzt wieder jemand schreit, selbstverständlich schreibe ich Werbung mit in die Beschreibung. Ihr müsst mal genau gucken, bei mir steht in jedem Video in der Beschreibung immer Werbung, weil irgendwo immer jemand sitzt, den es aufregt, wenn man irgendeine Firma erwähnt. Ich kann es nicht ändern. Ich mache jetzt nach anderthalb Jahren immer noch genauso Videos, wie ich sie gemacht habe, als ich angefangen habe, wenn man sich die allerersten Videos anschaut. Diese ganze Geschichte, dieses ganze EDC hat natürlich mit Produkten zu tun. Und es gibt halt Sachen, die ich persönlich mag und die zeige ich. Da wird sich auch nichts dran ändern. Aber damit auch der Letzte beruhigt ist, ich habe diesen Koffer ganz normal bei Kickstarter gekauft. Ich habe das mitgekriegt. Ich finde den klasse. Ich habe ähnliche Koffer. Bis jetzt fand ich die Firma B&W immer am besten. Da habe ich zum Beispiel für meine Drohne einen Koffer, der sehr ähnlich ist. Der hat auch Schaumstoff, der perfekt ausgeschnitten ist. Genau wie es hier beim Knife Lounge Koffer auch ist. Wenn wir uns zum Beispiel den Drohnenkoffer anschauen, da ist es ja so, die Drohne, die da reinkommt, ist ja ein Modell. Und die ist immer gleich in den Abmessungen. Egal, ob ich die jetzt hier in Heidelberg kaufe oder jemand, die in Berlin kauft oder in Hamburg oder in München. Die sollen auch nicht hin und her fliegen. Die sollen da wirklich fest drinnen sein. Die B&W-Koffer, die ich da habe, die haben auch ein Druckausgleichventil und die sind für Luftreisen geeignet und so weiter und so fort. Also mit O-Ringen und dicht und so weiter. Das passt alles. Die Auer-Koffer sind genauso. Die haben auch ein Ausgleichventil, ein Druckausgleichventil. Die arbeiten mit ein bisschen anderen Art von Abdichtungen, funktioniert aber genauso gut. Die Inlays, die da drinnen sind, jetzt speziell von der Knife Lounge, die sind ein bisschen anders. Die sind etwas weicher. Liegt aber daran, dass wenn ich die Drohne in den Drohnenkoffer mache, dann ist das fest da drinnen und soll sich nicht bewegen, egal wo ich die Drohne gekauft habe. Bei den Messern ist es so, wenn ich das wirklich auch so haben will, dann kann ich da nur mir Sonderanfertigung machen lassen, irgendwo und dann sagen, da sollen drei Para 2 rein, da soll ein Bugout rein und dann hat es diese Kontur. So wie das hier gelöst ist, finde ich es ganz klasse gemacht, weil du hast eine gewisse Abmessung, da passen die meisten Messer rein. Wenn die sich jetzt hin und her bewegen, deswegen ist der Schaumstoff ein bisschen weicher, dann sollen die ja keinen Schaden nehmen. Also auch da toll gelöst. Es gibt ein paar Schichten, die schauen wir uns jetzt in Ruhe an. Falls ihr euch wundert, wo ich hier bin, ich bin immer noch da, wo ich immer bin, nur ein Stockwerk tiefer. Hier arbeite ich sehr oft. Es ist halt so, dadurch, dass wir jetzt kurz vor Weihnachten haben, habe ich tatsächlich mal Urlaub. Oben sind ein paar Leute, da habe ich meine Ruhe hier unten und hier unten kann ich jetzt ein paar Videos machen. Und jetzt schauen wir mal von oben auf den Tisch. Da wären wir, mal ein ganz anderer Tisch und ich würde sagen, wir machen als erstes mal ein bisschen Ordnung. Dafür nehmen wir mal die Tastatur weg und die Kopfhörer und auch das Gimbal. So, und jetzt haben wir doch schön Platz. Und als allererstes sollten wir uns jetzt mal einen von den Koffern anschauen, von denen ich gesprochen habe. Und zwar, das ist jetzt so ein B&W-Koffer. Und ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Ich habe hier eine Drohne drinnen. Das ist so, wie ich es erklärt habe. Ich versuche das hier mal rauszuheben. Dann kann man da nämlich einen besseren Blick drauf werfen. Und zwar, ja, hier ist natürlich alles fest, ne? Und das sind so, ja, wie nennt man das, so Schichten, die geklebt sind und dann ist das rausgefräst. Ist natürlich auch eine schöne Sache, aber das ist richtig fest, ne? Wenn man da so drückt,
Ein bisschen gibt es schon nach, aber das hält wirklich alles so drinnen, weil, nehmen wir mal den Controller von der Drohne, dann weißt du ganz genau, der Controller sieht so aus und der kommt hier rein und dann hält der da bombenfest. Thema durch. Die Einlagen, die im Knife Lounge Case sind, die sehen so aus. Und zwar sind die, ich versuche das mal, ob man das zeigen kann, die sind auch fest. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die arg viel weicher, na doch, sind schon ein bisschen weicher als die. Und zwar speziell hier, weil wenn so ein Messer hin und her fliegt, dann willst du ja nicht, dass das Schaden nimmt. Deswegen ist das wirklich toll gelöst. Aber jetzt machen wir als erstes mal den Drohnenkoffer weg. So, Momentchen. Und dann nehmen wir uns mal den Koffer vor, um den es ja eigentlich geht. Also nur mal so zum Vergleich, damit ihr mal seht, wie ein andere Koffer da bauen. Auch eine tolle Firma, aber von dem hier bin ich wirklich sehr beeindruckt. So, dann holen wir den mal her. Und wir fangen von unten nach oben an. Das heißt, wir nehmen uns die unterste Schicht als erstes vor. Und ich hoffe, dass das jetzt alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich den jetzt so ein bisschen rüberschiebe, dann müssten wir da eigentlich reinschauen können. Das werden jetzt 32 Messer, deswegen machen wir so einen Schnelldurchlauf. Und wir fangen an mit dem Stylum. Ein wunderschönes Messer. Ich finde es absolut gelungen. Habe auch ein Video dazu gemacht. Gefällt mir immer noch sehr. Ferrum Forge. Toll auch, dass du das hier kontrollieren kannst, obwohl es ein Double Detent ist. Tolles Messer. Gehört auf jeden Fall hier mit rein. Dann haben wir das Rustic Gent, das es leider nicht mehr gibt. Also wenn ihr irgendwo noch eins bekommen könnt, dann greift zu. Das ist ein richtig tolles Taschenmesser von Civivi. Meiner Meinung nach eins der gelungensten, die sie gemacht haben. Es ist ein Backlock, eigentlich 42A konform, weil es für Zweihandöffnung gedacht ist, aber oh, da muss man sich schon arg anstellen, das nicht mit einer Hand zu öffnen. Wunderschönes Taschenmesser, Nummer 2. Die nächsten sind alle das Appalachian Drifter in der ersten Version, eins meiner absoluten Lieblingsmesser, auch Double Detent, wie man sieht. Und hier gibt es verschiedene Versionen, sogar eine, Moment, an der ich mich verkünstelt habe, da habe ich die Klinge abgeschliffen. Ich will gerade mal, ich nehme jetzt mal das braune hier zum Vergleich. Na, bei der bin ich auch schon dran gewesen. Moment. Dann nehmen wir mal hier. Da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Ne? Ist die eine abgeschliffen, ist die andere nicht. Und das habe ich dann auch noch mal gefärbt. Das waren übrigens das gleiche Messer, als ich begonnen habe. Inzwischen sehen sie doch ein bisschen unterschiedlich aus. Auch das mag ich sehr, ist meiner Meinung nach eins der gelungensten Messer von Civivi. Und wie man sieht, habe ich das in verschiedenen Versionen, auch in dem braunen Mikata. Ah, das war echt ein tolles Messer. Also schade, dass die kein Elementum machen mit dem Double Detent, weil die können es wirklich gut. Und das hier ist jetzt die Edelversion davon mit diesem wunderschönen, ich glaube VG10 Damast ist es. Und das hier ist das sogenannte Rose Pattern G10. Es gibt noch den Bottle Butcher, dieses kleine Hackebeilchen, mit dem man auch die Flaschen öffnen kann. Und das hat auch genau dieses Material, weil der Bottle Butcher auch von Civivi hergestellt wurde. Dann haben wir hier noch eins, das mir dieses Jahr wirklich viel Freude bereitet hat, und zwar das Thug 2. Eigentlich gibt es das von Wii. Das ist jetzt die Civivi-Version davon, günstig, ich glaube Pound 70 Euro, knapp 80, ein bisschen drunter. Ein Liner-Lock und absolut spaßiges Gerät. Also wirklich schön. Und das macht auch einen großen Spaß. Dann kommt eins dazu von einer ganz anderen Firma, und zwar das Concept Fusa. Meiner Meinung nach ein absolutes Gentleman-Messer, weil mit dem Carbon und in geschlossenem Zustand ist es wirklich sehr geradlinig, ein wirklich schöner Clip mit dran. Das Ding macht richtig groß Spaß. Und ist über einen Flipper zu öffnen? Ja, ist eine Tanton. Das Ding macht Spaß. Du kommst ohne den Flipper eigentlich nicht an die Klinge dran, weil die halt wirklich verschwunden ist. Und es ist ein super schönes Messer. Hat Concept echt gut gemacht. Die sollte man meiner Meinung nach im Auge behalten. Die machen ein paar ganz interessante Sachen. Dann habe ich das Luna, Real Steel Luna in der Knife Lounge Edition. Auch ein wunderschönes Messerchen mit einer schönen Damastklinge.
Und boah, wie nennt man dieses Micata? Ist das jetzt braun? Ist es Kastanien? Ein schönes Kastanien. Ich nenne es jetzt Kastanien-Micata. Und das Messer an sich ist ein wunderschönes Taschenmesser. Das Luna. Dann haben wir hier was in Leder gebettet, weil es hat keinen Clip. Das ist das MKM Root. Ein Jens Anso Design. Habe ich auch letztens erst vorgestellt. Ich mag die Anso Designs. Jesper Woxen ist Jens Anso. Wie gesagt, wenn die Taschenmesser machen, dann fühlt sich das an, als hätten die Sekundenkleber da irgendwo drinnen und du kriegst das nicht mehr aus der Hand. So schmiegt sich das in die Hand rein. M390, ganz, ganz toller Stahl. Tolles Taschenmesser mit einer straffen Feder. Was ich ganz toll finde, ist, dass er halt hier in die, kann man das sehen? Ich hoffe es, dass er in die Rückenfeder des Lanyard noch mit implementiert hat. Gibt schon einen Grund, warum die Jungs da sind, wo sie sind. Die zwei Giant Maus werden wir gleich auch noch ein paar sehen. Mein Civivi Elementum mit dem Flytanium Griffschalen in Titan. Ja, ist D2, ich weiß, ist eines der günstigsten Taschenmesser, die du bekommen kannst, aber ich finde, wenn du das selber irgendwie die Griffschalen dran gemacht hast und das so leicht gemoddet hast dadurch, was wirklich minimal ist, Griffschalen auszutauschen, dann hat es schon wieder einen ganz anderen Stellenwert, als wenn du das so gekauft hast. Also wirklich ein absolut schönes Taschenmesser. Klar, auch schon oft in Gebrauch gewesen. Ich sehe, da sind ein paar Kratzer drauf. Aber was soll's, ne? Ich meine, wenn man es nicht benutzt, wäre es ja schade drum. Und was haben wir noch, um das hier unten einmal abzuschließen? Die unterste Schicht. MKM Isonzo. Jesper Woxen ist auch hier wieder. Wunderbare Handlage, die Hawkbill-Klinge. Da gibt es drei verschiedene und verschiedene Versionen. Das ist jetzt die Micata und M390-Version. Ein richtig schönes Taschenmesser und auch das habe ich hier mit in meinem Köfferchen. So, jetzt sind wir schon ganz schön weit gekommen, würde ich sagen. Ha? Jetzt nehmen wir uns mal die zweite Schicht vor. So, da kommt die zweite Schicht. Du kannst die halt wirklich super sehen, gell? Also das ist richtig klasse gemacht. Was haben wir hier drinnen? Hier drinnen haben wir zweimal das Kaiser Mini Sheepdog in der Double Detent Variante. Für mich wirklich eins der gelungensten 42A konformen Umbauten, Variationen eines berühmten Messers. Das Sheepdog ist wirklich eins der erfolgreichsten Messer von Kaiser. Auch ganz toll, also es kann nicht viel passieren, ja, dadurch, dass dein Finger hier nochmal drin ist. Double Detents sind ja nicht fest in ihrem Halt und so finde ich, ist das eine ganz, ganz tolle Lösung. Ich weiß immer noch nicht, welche Version mir besser gefällt, ob es das schwarze Micata ist oder ob es die G10 Schwarz-Weiß-Variante ist. Beide tolle Messer, beide nicht teuer. Jetzt fragt sich vielleicht jemand, Mensch, jetzt hast du so einen tollen Koffer, warum sind da nicht nur 1000 Euro Messer drin? Ja, weil man sich das erstmal leisten muss und das kann ich natürlich nicht, dass ich 32.000 Euro für Messer ausgebe. das hier war schon ein bisschen viel, aber ja, was soll's. Kaiser, wie gesagt, dann kommt hier noch das WPK, das Watch Pocket Knife, Jared Price. Auch ein Detent, ein ganz tolles Messer mit einem Friction Folder mit dran. Das bedeutet hier, wenn du den Daumen drauf hast, dann kann wirklich nicht viel passieren. Ist auch ein kleiner Titan Folder, absolut gelungen. Jared Price macht sein, das ist, soviel ich weiß, basiert es auf seinem Custom, das er macht und ja, ich hätte die Klinge ein bisschen sauber machen können vorher. Egal. Ganz, ganz tolles Taschenmesser. Habe ich auch unheimlich gern dabei. Weil es halt wirklich klein ist, aber trotzdem edel und was hermacht. Und bei Kaiser müssen wir natürlich, das ist echt inzwischen mein Lieblingskaiser geworden, das T1. Ich sag's nochmal, ein Titanfolder, der sich vor keinem anderen Titanfolder da draußen verstecken muss. Uli Hennecke, gigantischen Job gemacht. Ein Klingengang, ein spaßiges Taschenmesser. Ja, ein bisschen auf der größeren Seite, aber wirklich wunderschön. T1 gibt es auch in Micata. Bin ich noch auf der Jagd nach einer Micata-Version. Auch hier haben wir einiges an Kratzern drauf, aber wie gesagt, wäre schade drum, wenn sie nicht benutzt werden. Was habe ich noch hier? Meine zwei Veros. Ich habe mein Neuron in Schwarz
mit schwarzem Mikata. Wunderschöne Klinge. Und natürlich auch noch mein letztes Geburtstagsgeschenk, die Titan-Variante mit der handsardinierten Klinge. Kann man das vielleicht hier sehen? Na, hoffen wir mal, dass er scharf stellt. Also wirklich ein wunderschönes Messerchen. Macht tierisch Spaß. Was willst du da noch zu sagen? Gehen wir zur nächsten Schicht über. Und die nächste Schicht ist jetzt die Giant-Maus-Schicht. Beziehungsweise sagen wir mal Vox-Anso-Schicht. Juh, wo fange ich an? Im Endeffekt eigentlich ganz einfach. Dreimal Farley, das Farley in der grünen Mikata-Ausführung. Gehört, so viel ich gehört habe, soll es zu den beliebtesten gehören. Dann die Messing-Variante, auch ein wunderschönes Taschenmesser. Und Knife Lounge Exclusive, hier habe ich noch ein Ultim Beat mit dran. Und ich weiß, man merkt es gerade, der Nagelhau wäre für mich eher irrelevant. Ich habe so ein bisschen dickere Finger, ja, Washed Finger sagt man auch gern. Aber ich greife das immer eigentlich hier und es funktioniert hier wunderbar bei dem Taschenmesser. Echt, also was ein tolles Taschenmesser. Mit dem hat das Jahr begonnen. Und es ist einfach nur genial. Es ist wirklich einfach top gelungen. Was habe ich noch? Ich habe noch die drei Blade HQ. Jesper Voxnes Depper ist gerade noch gefangen. Ich hoffe, die Kamera hat es aufgenommen. Wäre blöd, wenn ich die Klinge gefangen hätte. Da hätten wir jetzt ein Malheur. Aber ich habe ja ganz viele Pflaster von der Yvonne. Lieben Dank an dieser Stelle nochmal, Yvonne. So, da ist die grüne Mikata-Variante mit dem Messing-Backspacer. Und dann übrigens hier haben wir einen schwarzen Backspacer. Ne? Ist auch Titan. Genau wie hier auch Titan ist, und zwar braunes Mikata. Das ist echt total hell war, als ich es bekommen habe. Und das ist jetzt die Variation mit dem Titan Backspacer. Hier hätte Messing bestimmt auch gut ausgesehen. Für mich eins der tollsten Taschenmesser, echt. Also irgendwie, das passt ganz toll in die Hand. Das ist groß genug, damit ich meine alltäglichen Schneidaufgaben mit erledige. Was soll ich dazu groß sagen? Ist für mich ein absolut geniales, gelungenes Taschenmesser. Es ist selten, dass die Jungs ein Taschenmesser machen, das ich nicht gelungen und genial finde. Ich wiederhole mich, ich weiß. Und noch das Sonoma in der, ich traue mich gar nicht, All Black Variante zu sagen, damit nicht wieder irgendjemand unten hinschreibt, das ist nicht All Black, da ist ein Messing Backspacer. Ist vollkommen richtig, da ist ein Messing Backspacer mit drin. Ein wunderschönes Taschenmesser, das Sonoma. Tja, und das war jetzt die Giant Maus Schicht sozusagen. So, und jetzt haben wir noch eine oberste Schicht, die noch fehlt. Und das wäre die Benchmade Schicht. Benchmade und Spyderco. Was haben wir denn hier alles? Hier haben wir einmal, und da kann jetzt jeder meckern, wie er will. Für mich immer noch eins der tollsten Slip Joints, weil es das erste vom Benchmade ist, weil es mir gefällt, wie es gemacht ist, weil ich die Feder in Ordnung finde. Ich finde sie nicht zu schwach. Hier habe ich auch einen kleinen Daily Customs Beat noch mit dran in grünem Mikata, sodass halt wirklich alles hier passt. Für mich ein ganz tolles Taschenmesser. Das ist würdig, in diesem Koffer zu sein, weil es halt wirklich richtig gelungen ist, das erste Slip Joint des Benchmade so erfolgreich rausgebracht hat. Also wirklich ein ganz tolles Taschenmesser. Nebendran den Neuzugang von diesem Jahr, das Weekender. Jetzt habe ich schon gehört, dass manche Leute sagen, na ja, aber ich sehe hier den Unterschied nicht zu einem Victorinox. Es ist ein Riesenunterschied. Du hast hier ein richtiges, ausgewachsenes Messer in der Hand. Nichts gegen Victorinox, ich habe auch immer eins dabei, aber du hast hier wirklich ein richtig ordentliches Taschenmesser mit dabei, mit dem du von der Größe, von der Art, von dem Material wahrscheinlich mehr anstellen kannst als mit einem Victorinox. Wobei ich fest überzeugt bin, dass es nicht viel gibt, was man mit einem Victorinox nicht anstellen kann. Nichtsdestotrotz, es ist ein bisschen ausgereifter, lasst es mich mal so sagen. Vielleicht versteht irgendjemand da draußen, was ich sagen will, weil 10 Leute haben das jetzt bestimmt in den falschen Hals bekommen.
Bugout Mini mit Flightanium Micarta Schalen, auch ein absolut gelungenes Taschenmesser. Das Patent für den Axis Lock ist ausgelaufen. Da werden wir demnächst auch Variationen von anderen sehen. Kaiser hat schon was ganz Tolles gemacht. Da versuche ich mal die Finger dran zu bekommen. Und eins kommt definitiv nächstes Jahr, da freue ich mich schon drauf. Also auch hier Bugout, es sind Klassiker natürlich. Jetzt kommt das normale Bugout mit schwarzer Klinge und mit den Flightanium Messingschalen. Ein wunderschön gelungenes Taschenmesser. Da kannst du wirklich nicht viel zu sagen. Ja? Was willst du da meckern? Und ich finde diese Crossfade, heißen sie, ich finde diese Crossfade-Griffschalen wirklich absolut genial gelungen. Richtig schönes Taschenmesser. Jetzt haben wir noch zwei Spider-Cos und zwar, ich versuche mal, ob es funktioniert, mein UKPK, bei dem der Spidey-Flick funktioniert, weil es schon so arg in Benutzung war, dass die Rückenfeder schon etwas schwächer geworden ist. Nichtsdestotrotz, also ein UKPK gehört eigentlich in jede Sammlung. Ich weiß, das ist jetzt BD1 Stahl und nichts super duper Besonderes, aber mal ganz ehrlich, UKPK ist ein wirklich tolles Taschenmesser. Vor allem für uns hier in Deutschland, genau wie für Großbritannien, hat dieses Taschenmesser doch eine geschichtliche Bedeutung. Für mich ist es im Gebrauch allerdings inzwischen abgelöst worden vom Lil Native in der Slip-It-Version. Wenn Spyderco irgendwie hinbekommen würde, dass ihre Ware ein bisschen besser zur Verfügung stehen würde, wäre es total cool. Weil, wie ihr merkt, fehlen mir so ein paar Spydercos. Also Paramilitary Para ist hier nichts mit drin und so weiter. Da müsste man mal so ein bisschen nächstes Jahr dran gehen. Aber dann müssten halt auch die Variationen, die ich gerne hätte, auch zur Verfügung stehen. Und ein Slot ist noch frei. Und da drinnen lebt, beziehungsweise wenn es nicht in meiner Hosentasche ist, wo es im Moment fast gar nicht rausgeht, das Benchmade Mini Crooked River. Ein absolut gelungenes Taschenmesser, für mich ein Grail Knife tatsächlich. Und ich bin echt froh, dass ich es noch zu einem vernünftigen Preis bekommen habe, weil ich habe gesehen, teilweise werden 380 Euro für das Messer verlangt. 380 Euro ist schon ein bisschen viel. Also das Benchmade ein paar Euro mehr kostet, okay, aber 380 ist viel. Was habe ich bezahlt? Ich glaube 200, 220 oder so. Dann ist es absolut im Rahmen für so ein Taschenmesser vom Material her. Ich finde es mit dem Holz, das ist so gelungen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie in der Kamera eingefangen. So ein gelungenes Taschenmesser. Ich kann auch eins mit Sicherheit sagen, das nächste EDC, das ich zusammenstelle, wird auf diesem Taschenmesser basieren. Das bedeutet, es wird Holz und Orange mit dabei sein. Bin immer gespannt, was ich da zusammenstelle. Das wird so das nächste sein, auf das ich mich dann konzentriere. Tja, und ihr habt es gesehen, das war's. Das ist meine Messersammlung. Noch nicht alle, ja, ich habe noch ein paar Giant Mouse mehr und so weiter. Die sind oben in meiner, ich habe von Home in Hatfield ja noch das Display, wo die drinnen sind. Das passt ganz super. Hier drinnen leben diese Taschenmesser. Ab und zu kommt jetzt hier mal eins raus und kommt in das Display und eins aus dem Display hier rein. Also man sieht, eigentlich bin ich so ein langweiliger Typ, ne? Da war jetzt nichts total Ausgefallenes dabei. Aber ihr wolltet es sehen. Boah, ich hoffe, das Video wird nicht allzu lang. Das waren jetzt die 32 Messer, die hier drin sind. Ich hoffe, ihr versteht es. Bei 32 Messern können wir natürlich nicht bei jedem Messer eine halbe Stunde verweilen, sonst würde sich niemand dieses Video mehr anschauen. Ein bisschen was über jedes habe ich erzählen können. Wie gesagt, ich habe noch ein paar mehr, aber das sind so die, die ich sehr gerne mag. Ich habe es ja schon erwähnt, ich habe noch in einem Home in Hatfield Display oben noch ein paar, aber das sind die, die hier im Koffer sind. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Ich würde mich tierisch freuen, dich mit an Bord zu haben. Es gibt wirklich noch einiges zu entdecken. Für die, die schon dabei sind, das Jahr ist noch nicht ganz rum. Ein bisschen was habe ich noch im Petto. Aber wisst ihr, was am allerwichtigsten ist? Lasst euch bitte nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal.